Herzlich willkommen zu einer neuen Show der Science Busters von der Uni Graz. Heute wird's pitch nass. Heute ziehen wir die Beine an und springen eine wissenschaftliche Haschbombe. Wasserstoff ist am Beginn des Universums gestanden. Unsere Zukunft könnte vielleicht auch der Wasserstoff sein. Wir machen heute Stoff und erarbeiten. Hat der Klimawandel eigentlich eine Lieblingsfarbe? Und wie baut man eine Wasserstoffbombe to go? Mein Name ist Martin Buntigam. Ich habe meinen Oberkörper in rosa eingebunkert. Meine Nippel. Sorgen wir immer für Bombenstimmung. An meiner Seite zwei akademische Badewaschel, zwei naturwissenschaftliche Wasserstoffblondinen. Begrüßen Sie bitte aus Krems an der Donau den Astronomen Dr. Florian Freistädter, aus Graz an der Mur Mikrobiologen Universitätsprofessor Helmut Jungwirth und seinen Universitätshund Woody. Schönen guten Abend, Herr Professor. Heute wird's ein bisschen lauter. Wir freuen uns immer sehr, wenn Woody zu Gast ist, aber Lautstärke behagt ihm nicht so. Wenn Sie ihn bitte irgendwo hin verfügen, wo Zimmerlautstärke herrscht. Geht ungern von der Bühne ab. Wasserstoff gilt als einer der Hoffnungsträger der Energiewende. Die Bundesregierung möchte Österreich sogar zur Wasserstoffnation Nummer 1 machen. Herr Freistädter, als Astronom wissen Sie, Wasserstoff gibt es im Universum mehr als genug. Was müssen wir tun, um in Führung zu gehen? Wasserstoff ist tatsächlich das häufigste Element im Universum. Ungefähr 2/3 von dem ganzen Zeug, was rumliegt im Universum, ist Wasserstoff, weil das Element war, das direkt beim Urknall entstanden ist. Und auch als Energieträger ist Wasserstoff super. Also, was die Masse angeht, hat Wasserstoff so viel Energie wie kaum was anderes. Also ein Kilo Wasserstoff, das hat so viel Energie wie 3 Kilogramm Benzin. Wenn man das weiß, warum fahren wir nicht schon längst damit? Im Universum, da ist Wasserstoff enorm häufig. Auf der Erde ist Wasserstoff extrem selten, weil Wasserstoff ist das kleinste Atom, extrem leicht, leicht flüchtig und die Erde mit ihrer Gravitationskraft hat einfach nicht genug davon festhalten können. Na, aber Wasserstoff gibt es ja mehr als genug, nämlich zum Beispiel in Wasser H2O, ne? Das H ist der Wasserstoff im Wasser. 2/3 der Erdoberfläche sind mit Wasser gefüllt oder bedeckt. Das gilt nicht, das kann man nicht daten, weil es gebunden ist. Das gilt natürlich schon, das ist auch Wasserstoff, ja. Also wir haben viel Wasserstoff auf der Erde, aber eben als Teil von anderen Molekülen, wie eben Wasser, aber nicht als Einzelmolekül. Ja? Da fehlt das Ganze. Aber immerhin, wir können diese ganzen Stoffe, wo Wasserstoff ein Teil davon ist, als Ausgangsstoff nehmen, um damit Wasserstoff herzustellen. Eben, geht ja, nicht? Klimaproblem gelöst, Goldmedaille für Österreich. So einfach ist es nicht, ja. Wir müssen zuerst mal klären, von welchem Wasserstoff wir reden. Gibt es verschiedene Arten von Wasserstoff? Ja, zur Auswahl stehen grauer Wasserstoff, brauner Wasserstoff, blauer Wasserstoff, türkiser Wasserstoff, roter Wasserstoff und grüner Wasserstoff. Echt, da ist überall Wasserstoff drinnen und Wasserstoff ist bunt? Da ist kein Wasserstoff drin, da ist Helium drin und der ist auch nicht bunt, das ist ein Atom. Das kleinste doch dazu, das hat keine Farbe. Das ist so klein, da geht gar keine Farbe drauf. Die Farbe bezieht sich darauf, wie dieser Wasserstoff hergestellt wird. Ja, die Art und Weise. Wie macht man jetzt Wasserstoff? Naja, fangen wir am besten mit dem grauen Wasserstoff an. Ja, wenn Sie den vielleicht mal halten möchten. Möchten ist übertrieben, aber wenn er Ihnen zu schwer ist. Halten Sie einfach, ja, grauer Wasserstoff. Grauen Wasserstoff, den stellt man aus Erdgas her. Und dann braucht man sehr viel Energie, sehr viel Wärme. Dann kann man dieses Erdgas aufspalten in Wasserstoff und in CO2. Ja, den Wasserstoff, den steckt man ein. Das CO2, das geht in die Atmosphäre, was nicht sonderlich gut klingt. Und tatsächlich bei einer Tonne Wasserstoff, die auf diese Art hergestellt wird, werden insgesamt 10 Tonnen CO2 frei. Und man kann sich denken, fürs Klima ist das nichts. Deswegen können wir den nicht rauchen. Super, Ihnen heute noch einmal einen Luftballon. Der graue Wasserstoff hat es hinter sich, als nächstes der braune, der wäre besser. Naja, brauner Wasserstoff. Der braune Wasserstoff wird exakt so hergestellt wie der graue Wasserstoff, nur dass man statt Erdgas dafür Kohle verwendet. Das heißt, das hilft uns auch genau nichts weiter. Als nächstes kommt blau, also aus braun wird blau, das kennen wir in Österreich relativ gut.
Funktioniert aber eigentlich nicht besser. Ist es beim Wasserstoff anders? Naja, der blaue Wasserstoff, ja, der wird gemacht wie der graue Wasserstoff, wie der braune Wasserstoff. Nur, dass man jetzt das CO2, das dabei frei wird, einfängt und irgendwo wegspeichert, wo es keinen Schaden anrichten kann. Ja, gute Idee, oder? In der Theorie ist es klimafreundlich. In der Praxis wird natürlich bei dieser ganzen Speicherarbeit und dem Auffangen auch CO2 frei. Und vor allem, wir haben keine Technik, mit der wir große Mengen an CO2 sicher speichern können. Das heißt, am Ende ist braun und blau genau der gleiche Quatsch. Als nächstes wird Türkis. Ist der türkise Wasserstoff der, den der Ex-Kanzler für die Wasserstoffnation Nummer 1 haben wollte? Aber Türkis gibt es jetzt nicht mehr, weil es ist wieder schwarz. Der türkise Wasserstoff, da verwenden wir Methan als Ausgangsprodukt zur Herstellung. Und das ist tatsächlich nicht so schlecht, weil wir brauchen weniger Energie, um aus Methan Wasserstoff herzustellen. Mhm. Das Problem an der Sache ist, wenn wir Methan haben wollen, dann gewinnen wir das vor allem aus Erdgas. Und bei der Erdgasförderung wird jede Menge CO2 frei und wir müssen das Ganze auch noch irgendwo wegspeichern und das können wir nicht. Ja. Das klingt alles nicht sehr sinnvoll. Wer findet das dann trotzdem gut? Naja, die Konzerne, die braunen, grauen, blauen und türkisen Wasserstoff bewerben, das sind vor allem die, die jetzt schon sehr groß im Kohle- und Erdgasgeschäft sind und die auch in Zukunft gern weiter im Kohle- und Erdgasgeschäft wären. Das heißt, für die ist das gut, für alle anderen nicht. Wenn der Türkise unter anderem der Wasserstoff der Konzerne ist, der rote ist dann der Wasserstoff der Gewerkschaften. Nein, wenn, dann ist der rote Wasserstoff eher der Wasserstoff der Atomlobby. Also roter Wasserstoff, da verwendet man Wasser als Ausgangsprodukt, prinzipiell okay. Und dann verwendet man Atomstrom, um aus dem Wasser Wasserstoff und Sauerstoff zu machen. Das ist halbwegs CO2-neutral. Das Problem ist, es ist absolut nicht billig. Und man hat all die Probleme, die man hat, wenn man jede Menge Atomkraftwerke in der Gegend rumstehen hat. Und die Probleme möchte man nicht haben, deswegen sind wir weg. Weil angefangen vom Uranabbau bis zum ungelösten Endlagerproblem gibt es natürlich viele Dinge, die man da mit einrechnen müsste. Bleibt allein als Ballon der grüne Ballon über. Haben es da die Grünen zufällig gut erwischt oder haben die früher schon gewusst, aha, da läuft es hinaus und die haben das patentieren lassen? Naja, schauen wir uns den Grünen an. Ja? Grüner Wasserstoff. Grüner Wasserstoff ist tatsächlich der einzige, der in der Theorie für den Klimaschutz brauchbar sein könnte. Da nehmen wir auch wieder Wasser als Ausgangsprodukt und dann ausschließlich erneuerbare Energien, um aus diesem Wasser Wasserstoff und Sauerstoff zu machen. Klimakrise gelöst, kann man sagen. Und die Jugendlichen müssen endlich nie mehr am Freitagnachmittag Schulstangeln. So einfach ist es nicht. Ja, es bringt uns nichts, wenn wir jetzt einfach nur die fossilen Brennstoffe durch Wasserstoff ersetzen, selbst wenn der grün ist. Ja, weil wenn man das ernst meint mit grünem Wasserstoff, dann müssen wir auf jeden Fall damit anfangen, die erneuerbaren Energien massiv auszubauen. Wir brauchen mehr Windenergie, mehr Sonnenenergie. Und wenn wir dann eh schon unseren Energiebedarf zum größten Teil aus erneuerbaren Energien stillen, ja, dann können wir die Energie auch gleich nehmen und direkt Strom ins Elektroauto tun, anstatt den komplizierten und unnötigen Umweg über Wasserstoff zu gehen, den wir dann in einem Wasserstoffauto tanken. Ja, dann halt das. Mir ist wurscht. Wenn wir die Zukunft klimaneutral und nachhaltig gestalten wollen, dann müssen wir sowieso dafür sorgen, dass viel weniger Autos rumfahren, egal ob wir das Benzin reintanken, Wasserstoff oder Strom. Wenn überhaupt, dann macht der grüne Wasserstoff dann Sinn und dort Sinn, wo wir noch länger nicht auf fossile Brennstoffe verzichten können. Ja, zum Beispiel die Containerschiffe, ja, die können mit Wasserstoff fahren, anstatt mit dem Dreck, den sie jetzt tanken. Oder Stahlherstellung geht mit Wasserstoff oder LKWs, meinetwegen auch. Ja. Aber das Wundermittel, das die Klimakrise löst, das ist Wasserstoff definitiv nicht. Auch der Grüne nicht und schon gar nicht so, wie es die Politik immer behauptet, dass es ist. Ja, wenn man das ernst meint, brauchen wir viel, viel mehr erneuerbare Energie. Das ist wichtig. Also muss der Grüne auch Platz machen? Ob der grüne Wasserstoff wirklich sinnvoll eingesetzt werden kann oder ob es doch nur ein PR-Schmäh ist, das ist noch in der Schwebe. Danke vielmals, Herr Freistetter. Klimaneutral zu produzieren, nachhaltig zu produzieren, ist ein Riesenthema unserer Zeit, wird immer wichtiger werden. Herr Jungwirth, Sie sind an der Uni Graz Leiter des Geschmackslabors und hätten da Zugriff auf einen Betrieb, wo man nachhaltig, klimafreundlich produzieren könnte. Aber das, was der Herr Freistetter über den Wasserstoff erklärt hat, klingt nicht besonders ermutigend. Der Herr Freistetter, der ist Astronom, der kennt sich sicher sehr gut im Universum aus. Und es war auch wirklich sehr interessant, was er da jetzt erzählt hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber
wir sind hier auf der Erde und deshalb müssen wir uns das natürlich auf der Erde ausschauen. Und ich bin Leiter des Geschmackslabors und im Geschmackslabor produzieren wir natürlich auch Wasserstoff. Also quasi als Abfallprodukt. Als Abfallprodukt? Wie soll das gehen? Ja, das kann ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Und damit der Herr Freistetter dem Versuch erfolgen kann, habe ich extra für ihn einen Luftballon eingebaut. So, ich habe hier eine Natronlauge. Ja, das ist nur der obere Teil des Eisbergs quasi. Unten gibt es noch einen ganzen Flaschenbauch. Genau, das ist eine Saugflasche und in diese Saugflasche kommt die Natronlauge und das verschließe ich jetzt. Und was man jetzt aufpassen muss, dieser Versuch hier ist gefährlich. Das heißt, Sie sollten das dorthin stellen, wo nichts passieren kann oder wo es wurscht ist, wenn was passiert. So, jetzt Tischelrücken für Molekularbiologen, nehme ich an. Sehr beeindruckend durchgeführt, aber was hat das alles mit Wasserstoff als Abfallprodukt im Geschmackslabor der Uni Graz zu tun? Ja, in einem Geschmackslabor organisiert man wissenschaftliche Kochkurse. Und wo man kocht, dort hat man natürlich auch Abfall. Manchmal ist es sogar ein und dasselbe. Genau. Und das gelangt dann in den Abfluss und verstopft dann den Abfluss. Und das wollen wir natürlich nicht. Und die umweltverträglichste Art jetzt zum Beispiel, das aufzuhalten, wären die Essensreste mit einem Sieb aufzufangen. Und doch zu essen? Nein, natürlich nicht. Natürlich zu entsorgen. Und wenn Sie zum Beispiel Fettreste haben, dann wäre es gut, wenn Sie mit heißem Wasser nachspülen, damit der Abfluss nicht verstopft. Und was wäre besser? Die einfachste Methode ist natürlich mit einer Saugglocke. So schaut's bei Ihnen aus. So eine Saugglocke ist immer eine feuchte Angelegenheit. Wenn Sie dann drücken, dann spritzt Ihnen das alles ins Gesicht und der Abfluss ist noch immer verstopft. Also, da spricht jemand aus Erfahrung. Naja, aber es gibt ja auch chemische Abflussreiniger. Also da geht man wirklich mit der chemischen Keule hin, mit der chemischen Bombe. Das ist Dynamitfischen im Abfluss. Nein, natürlich nicht. Aber diese chemischen Abflussreiniger sind nichts anderes als chemische Substanzen, die zu einer chemischen Reaktion führen, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommen. Und die sind genau abgestimmt auf Essensreste oder zum Beispiel auf Haare, also Proteine. Aber natürlich auch auf Fette oder, wenn jetzt da Küchenpapier reinfällt, auch auf Zellulose. Und was die machen, ist, die greifen direkt die Substanz des Materials an und lösen das auf und dadurch wird quasi der Ausfluss dann aufgelöst. So wie man es von den Nasentropfen kennt, ist ein ähnliches Prinzip dahinter? Nein. Und wenn Sie das Grundprinzip der chemischen Abflussreiniger verstanden haben, dann können Sie auch auf einfache Art und Weise Wasserstoff erzeugen und nicht so kompliziert wie der Herr Freistetter. So, vielen Dank, Herr Freistetter, fürs Aufpassen. Und jetzt können Sie gleich noch einmal aufpassen. So. Nämlich, wie Sie den Tisch wieder zurückschieben? Nein. Ist das schon Teil einer Lehrveranstaltung bei Ihnen? Sie kommen rein, schieben den Tisch weg, dann wieder zurück. Sind das schon 2 oder 3 ECTS-Punkte? Ich habe hier ein Becherglas vorbereitet. Und auf diesem Becherglas habe ich eine Alufolie. Und jetzt habe ich Natriumhydroxid, also das entspricht dem Granulatreiniger eines Abflussreinigers. Und ich gebe das jetzt aufs Alu drauf. Und wenn wir jetzt uns anschauen, was passiert, es passiert nichts. Aber das sieht man deutlich. Genau. Und genauso ist es auch mit einem Abflussreiniger. Was wichtig ist, wir brauchen das Wasser. Und aus diesem Grund geben wir da jetzt das Wasser drauf und dann schauen wir mal, was passiert. Es fängt schon zum Brodeln an. Diese Reaktion erzeugt sehr viel Hitze und das frisst sie da jetzt durch. Und das ist genau das Grundprinzip der Abflussreiniger. Und Herr Freistetter, wenn Sie jetzt irgendwann einmal einen Wasserstoff brauchen, dann kommen Sie einfach zu mir. So einfach geht das. Ja, und dann nehmen wir mit den Händen mit nach Hause, oder wie? Nein. Deswegen habe ich ja da auch einen Luftballon.
Momentan ist es eher mehr Ballon und weniger Luft. Was passiert da in dieser Box drinnen? Die muss man zuerst ein bisschen in Schlaf wiegen. Die muss man jetzt ein bisschen schwenken. Aber das ist in der Chemie eigentlich keine gute Idee, oder? Wenn eine Reaktion nicht losgeht, hingehen, drüber schauen und schwenken. Ich hab das alles unter Kontrolle. Ich weiß natürlich, was ich mache. Das ist, glaube ich, einer der berühmten letzten Sätze des Chemikers. Ich weiß schon, was ich mache. Der zweitberühmteste. So. Dieser Versuch ist gleich aufgebaut wie dieser Versuch. Und der Wasserstoff, der da jetzt frei wird, den sammle ich jetzt in diesem Luftballon auf. Denn Sie müssen sich ja vorstellen, Sie haben jetzt dieses Abflussrohr. Und in diesem Abflussrohr sind Ihre Haare, die Essensreste. Wenn ich das jetzt da dazugebe, dann habe ich jetzt diese chemische Reaktion. Aber was ich noch habe, ist, ich habe natürlich auch diese Hitzereaktion und diese Gasentwicklung. Und die löst den ganzen Pfropfen auf. Und dann habe ich eigentlich zwei Effekte. Und zwar der eine Effekt ist, dass das Verstopfte alles aufgelöst wird. Und der zweite Effekt, und das ist die Lauge, die dann auch jetzt diese Proteine und diese Fette angreift. Und diese Lauge verwendet man ja zum Beispiel zum Brezel herstellen. Echt, das ist dieselbe Lauge wie beim Laugengebäck? Das ist dieselbe Lauge wie beim Laugengebäck, nur in einer geringeren Konzentration. Und was da passiert, ist nichts anderes, als dass diese Proteine denaturiert entfaltet werden. Und wenn ich das ins Backrohr gebe, wird es braun. Mhm. Aber nicht von innen aufgebläht und alles zersetzt, sondern man hat dann das ganze Laugengebäck noch übrig. Nein, natürlich nicht. Und jetzt schau, das ist wunderschön, das ist super, dass das so ist. So soll es sein, das ist die Größe, die Sie angestrebt haben? Nein, das wird natürlich größer, aber das ist schön, wenn man da so zuschauen kann, wenn das so langsam größer wird. Na, wir können ja gerne noch ein bisschen weiterreden. Laugengebäck haben Sie schon abgehandelt, Sie haben Geschmackslabor-Kochkurse. Ja, wir machen auch Kochen wie in die Industrie, das heißt, wir schauen uns an, wie eine Backerlsuppe hergestellt wird. Oder man kann sich zum Beispiel auch einmal über die Temperatur Gedanken machen. Das heißt, wenn wir ein Eis essen, erwarten wir, dass wir was schmecken, aber wir schmecken nichts. Denn das Eis hat um die 0 Grad Celsius und bei einer Temperatur von 0 Grad Celsius schmecken wir nichts. Aber wenn wir jetzt dieses Eis ablecken, dann wird es in kürzester Zeit von 0 Grad auf 37 Grad erhöht. Was jetzt passiert ist, ich habe nicht nur die Geschmackssensorik, sondern ich habe auch die Aromasensorik. Das heißt, sobald das Eis im Mund warm wird, kommen die Aromamoleküle in die Nase, auf die Riechzellen und ich habe innerhalb kürzester Zeit einen Boost, wo ich etwas schmecke. Ist es schon groß genug, wie er sein soll, oder erzählst du uns noch eine Schnur aus dem Geschmackslabor? Der ist perfekt, also wie zu erwarten war halt. So. Da ist jetzt exklusiv Wasserstoff drinnen. Da ist Wasserstoff drinnen, das schwebt. Das können wir uns natürlich anschauen jetzt. Jetzt hole ich den da runter. So. Jetzt gebe ich den einmal zum Halten, bitte. Nein. Jetzt haben wir so lange auf das Ding gewartet. Müssen wir den jetzt auslassen? Bitte binden, oh. Bitte binden Sie mal, bitte binden Sie mal das da drauf. Den Luftballon da anbinden. So, jetzt schauen wir, ob er schwebt. Das ist schon fertig, den lassen wir jetzt da oben. Stehen wir bis zum Ende der Sendung so? Den holen wir jetzt wieder runter. Boah, das muss ich mal einen Wortwitz verkneifen. Universitätsprofessor. Ruhig halten, bitte. Danke für meinen Herr Professor, Sie haben auch Bienen schön gewonnen.
Das war's für diesmal. Wenn Sie mehr wissen wollen, hören Sie einfach bei uns im Podcast vorbei. Kommende Woche untersuche ich mit Elisabeth Oberzacher und Gunkel, was eigentlich passieren muss, damit uns Bäume die ganze Luft wegatmen. Jetzt gleich im Anschluss, wie immer, den naturwissenschaftlichen Witz der Woche. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Nicht in der Sendung. Er ist mit aufgetreten, aber dann sofort in Sicherheit gebracht worden. Aber er hat schon vorher gesagt, wenn er nicht bei der Sendung dabei sein kann, lasst er sich's nicht nehmen und wird uns heute den naturwissenschaftlichen Witz der Woche erzählen. Bitte. Wenn man solche Witze in der Hundeschule lernt, lieber Stangl.